Drei geheime Orte in Mario Kart 8. Die sind fast so geheim wie das Rezept von den Krabbenburgern. Platz Nummer 3 werden wahrscheinlich noch sehr viele Leute kennen, nämlich kann man auf den Steinblock-Ruinen sich hier durchglitschen und hat dann seinen eigenen kleinen privaten Raum. Also das bringt euch zwar quasi gar nichts, aber immerhin habt ihr eure eigene Badewanne. Bei den Wasserpreisen aktuell ist das noch kein schlechter Deal. Mir reinzufolgen ist auch ein guter Deal. Platz Nummer 2 ist auf den wilden Wipfelweg und zwar kann man sich hier mit Ach und Krach irgendwie durch den Zaun durchglitschen und kann sich dann für die Unterstützung bei den Tots persönlich bedanken. Wie kann man eigentlich so unfassbar krass mitfiebern, ey. Ich, wenn sie sagt, sie findet Waluigi auch scheiße. Und Platz Nummer 1 ist im DK Jungle und zwar kann man hier einfach komplett gegen die Wand fahren, wie ich mein Studium, und irgendwann hat der Stein dann keinen Bock mehr auf dich und lässt dich einfach durch. Also hier kann man echt gut andere Leute stalken. Perfekt für jede Oma geeignet, die 24/7 einfach nur aus dem Fenster schaut. Ganz klar.